Habe die Ehre, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Irgendwie werden wir die Platin-Trophäe schon erreichen, nicht wahr? Ja, nächster Halt, die Untotensiedlung. Wort vom Nordwindtal hätten wir. Genau, Boden der Hohen Mauer ist das erste Leuchtfeuer. Da starten wir jetzt dann gleich wieder eine Sidequest, nämlich die von Yol aus Londor. Die ist essentiell für die Platin. Da kommen wir nicht daran vorbei. Und wie bereits, ich glaube, ich habe es sogar schon mal erwähnt, ganz wichtig ist es, fünfmal bei ihm zu leveln, bevor man die Wächter des Abgrunds besiegt hat. Weil sonst stirbt er und das war's dann. Dann kommt Juryane. Und wenn Juryane kommt, kriegen wir einen Folianten nicht, kriegen wir zwei Ringe nicht. Und das wäre gar nicht mal so gut. Dann müssen wir das Ganze im NG Plus wiederholen. Wenn man mal was vergisst, ist es ja nicht so tragisch. Wir müssen ja eh mehrere NGs spielen, wegen den Enden alleine schon. Wir brauchen drei verschiedene Enden. Also von daher haben wir noch die Möglichkeit, was zu fixen, sollte man was vergessen. So, die da vorne können sich jetzt mit den Hunden amüsieren. Wir laufen nach hinten zu diesen ja, ganzen Leichen. Einer ist noch im Leben. Please, grant me death. Undo my shackles. Der kann nicht sterben, noch nicht. Oh, then it's the champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence, I am Yol of Londor. Yol aus Londor. As you can see, only some are perhaps a champion of Ash. I was once. Wir nehmen seine Dienste an, selbstverständlich. Oh, I... So. Der ist jetzt ebenfalls am Feuerbahnschrein. Dann nehmen wir noch die zwei Heimerknochen mit und jetzt geht's direkt zur Untotensiedlung. Und da habe ich ja bereits erwähnt, die wird länger dauern, da haben wir nämlich einiges zu tun. Moin. Wow, genau im richtigen Moment alle drei erwischt. So liebe ich das. So, Hebel ziehen, rein in die Bude. Die Gegner sind alle dumm. Wenn man dagegen rollt, sind sie gestaggert. Hier, zack. Selbst wenn sie auf einen schlagen, einfach dagegen rollen, da passiert euch nichts. Es ist wie ein Bloodborne. Es dürfen so ziemlich die gleichen Assets sein. So, Leuchtfeuer aktivieren und weiter geht's. Jawohl, beide erwischt, klasse. So, was haben wir hier? Kleines Lederschild, nicht so wichtig. Eigentlich überhaupt nicht. So, Vorsicht, jetzt hüpft gleich einer runter. Einer der Gegner, die aussehen wie Greirat. Ey, ruhig. Kollege. So, verkohltes Harzbündel, ne? Das ist jetzt das, was ich im ersten Part erwähnt habe. Es gibt in Anführungsstrichen normales Harz und es gibt Harzbündel. In dem Fall haben wir verkohltes Bündel oder verkohltes Harzbündel. Da hat man nur einen ganz, ganz kurzen Waffenbuff, der allerdings sehr schnell ausgerüstet werden kann. So, das müssen wir unbedingt runterschlagen. Reparaturpulver, warum nicht? Vielleicht können wir das ein oder andere Mal brauchen. Die Leiche, die ich gerade runtergeschlagen habe, das ist die von Loretta. Loretta ist nämlich nicht mehr am Leben. Wir müssen den Knochen zu Greirat bringen. So, einer müsste noch. Irgendwo, da ist er. So, nochmal verkohltes Halsbündel, ja. Für den Boss hier durchaus zu gebrauchen, der ist nämlich feuerempfindlich. Gut, so, hier ist große Party. Als allererstes nehmen wir das hier, den Knochen von Loretta, der ist wichtig. Machen wir hier erstmal diese normalen Mob-Gegner ein bisschen weg. So, weil da ist eine dicke Dame.
Ey. Ja, der Wespenschwarm. Oder was es ja immer sein soll. Alter. Ich habe den falschen Lockung gesetzt. Komm. Macht einer Blutungsschaden, das Zeug. Gib bloß Ruhe, Mädel. So, droppst du deine Waffe? Die ist nämlich geil. Nee. Ey. So. Okay, ne, sie hat leider nichts gedroppt. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber die Waffe ist auf jeden Fall cool. Nächste Estus-Scherbe. Wichtig. Glut kann man natürlich auch immer gebrauchen. So, und jetzt kann man sich entscheiden. Hier splittet sich der Weg auf. Ja, Moment, wir können mit dem Bogen noch was runterschießen. Warum bin ich jetzt so schwer beladen? Wegen dem Claymore, genau. Ja, das gefällt mir gar nicht so gut. Ist wurscht. Machen wir den Bogen dann gleich wieder raus. So, gut. Naja, Wurfmacheten, die waren jetzt nicht so wichtig. Das sind etwas bessere Versionen der Wurfmesser. Arbeiterhandschuhe, ja. Boah. Kann man. So, wir gehen zuerst hier über diese Brücke. Denn diese, zum einen ist nämlich diese Tür hier nur von innen zu öffnen. Von außen und anderen Seiten geht's, ne? Ja, komm, ruhig bleiben. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, da ich noch genug Heilung habe. Da kommen wir gleich hoch. So, da ist einer, der ist ein bisschen stärker. Der hat eine Flamberge am Start. So, erstmal die Tür öffnen. Wir könnten von hier aus gleich zum nächsten Leuchtfeuer. Ey, das ist aber... Normalerweise ist der oben auf dem Dach. Ganz, ganz komisch, dass der unten war. Da unten, wo der Typ jetzt mit seiner Laterne rumläuft, da unten ist das nächste Leuchtfeuer. Könnten wir gleich rein, dann haben wir aber das komplette Gebiet übersprungen. Und wir kommen nicht zum Boss. Das fluchverderbte Großholz. Für das eigentliche Spiel ist der Boss optional. Aber für die Platin ist er absolut wichtig, weil wir zum einen den Wandlungsofen bekommen und zum anderen ein Eid beitreten. Naja, ihr Penner da oben, ich weiß schon, ihr könnt mal so auf die Nerven. Ihr geht so die Leute auf die Nerven, ich weiß schon. So, einer noch. So, Ruhe. Haben wir bei uns gern gesehen. Plankenschild braucht kein Mensch. So, Vorsicht, die Gegner sind am Leben. Viele Arme. Da. Das ist jetzt zum Beispiel ein Schild, was ein anderes Symbol hat, so ein viereckiges. Ne? Wenn man das jetzt ausrüstet, ich meine, das ist schlecht. Man drückt L2, dann macht man einen Schlag. Aber wir bleiben beim Ritterschild. Und jetzt kann man den Gegner in die Fresse schlagen. So. Dann wieder hier hoch. Und jetzt müssen wir hier rechts runter gleich.
Und zwar hier. Bitte nicht den Gegner angreifen. Sonst wird es ewig dauern, bis man den Eid wieder beitreten kann. Das geht doch nur mit der Siris Quest. Was wir jetzt machen werden, ist diese leichte Leiche runterschlagen. Da ist nämlich ein Ring. Das ist ein bisschen doof gemacht, oder es ist sogar saudoof gemacht. Wenn man den einfach hier, wenn man da einfach dagegen schlägt, fällt er runter, ne? Man kann das Ganze aber ein bisschen da in diese andere Richtung lenken, genau, dass er hier bleibt. Der Flammensteinplattenring. Passt, nächster Ring. So, und hier zum Käfig gehen und einfach anklicken mit X. Jetzt wird man in den Bossraum transportiert. So, da ist später der zweite Part des Bossraums. Und jetzt können wir bei Hodrick den Wahlbauer-Eid beitreten oder den finden. Ja gut, das Schild. Aber das ist jetzt wurscht. So, der ist wichtig. Well. Ja, wir sind in der Tat eine Hülle. So, Wahlbauer-Eid. So, und was macht man jetzt? Hätte man kein Homeward bauen? Ganz einfach nochmal mit ihm reden. So, er wiederholt sich, also können wir hier raus. Ja, gehen wir mal kurz zum Feuerbahnschrein zurück, weil dann können wir gleich die Esso-Scherbe abgeben. Warum ne? So, den Teil haben wir erledigt. Habt ihr den Eid hier nicht gefunden? Oder ihr habt den Boss bereits besiegt? Kein Problem, ihr könnt den Eid später auch noch beitreten. Das dauert aber lange. Ihr müsst nämlich dafür die ganze Siris-Quest weiterverfolgen. Und dann kann man das erst machen. Das dauert aber relativ lange. So ist es am einfachsten. So, wir haben noch zu wenig. Ja, keine Chance. 5 kleine Scherben fehlen. Pretty, be careful. So, ploppen. So, aber wenn wir schon da sind, wir haben den Knochen von Loretta, Freunde. Oh, hello, you're back. And in one piece. So, Knochen übergeben. Heavens. Thank you. Almost. You can as. You can as. Goodbye. So, sie war bereits tot. Jetzt können wir nichts machen. Erst, wenn er in die Hocke geht, mehr oder weniger. Ich versuche es das Ganze mal zu triggern, indem ich nochmal von Feuerbahnschrein zu Feuerbahnschrein reise. Könnte aber auch sein, dass es erst geht, nachdem man den Boss besiegt hat. Das prüfen wir jetzt einfach nochmal. Ja doch, es geht. Man muss dann einfach nur nochmal teleportieren. So, jetzt ist er hier nach vorne gebückt. Heavens. So, wir bekommen die Zusammenrollen-Geste. Ganz wichtig. Heavens. Aktuell können wir jetzt nichts bei ihm kaufen. Er, man keine Sorge, er fängt sich wieder. So. Ah, Hawkwood ist auch wieder da. Untoten, ja, er erzählt euch was hier, wie man zum Abgrund kommt, ne? Zur Kathedrale des Abgrunds. Könnt ihr euch natürlich alles anhören, alles durchlesen, aber ich weiß, wie ich da hinkomme. So, dann wieder zurück zur Untotensiedlung. Und jetzt gehen wir den zweiten Weg, mehr oder weniger. Da, wo wir gerade waren, müssen wir aktuell nicht mehr hin. Drop? Nee.
So, ich gehe jetzt einen großen Bogen, weil ich die Gegner ignorieren möchte, nach Möglichkeit. Außer die beiden Kollegen da heute, ne? So. Moin. Ah, da sind zwei. Ey. So, ich würde empfehlen, erst da reinzugehen. Es ist kein Muss. Aber diese beiden kleinen Heine springen euch sonst von oben auf den Kopf, ne? So, jetzt habt ihr eure Ruhe. Wir müssen nämlich da nach unten lang dann. Gleich im Anschluss. Oh, ich habe wieder Estus zurückbekommen. Klasse. Und jetzt haben wir von den zwei unsere Ruhe, ne? So, wir müssen jetzt hier in das Haus. Schlagen wir als allererstes hier diese Leiche runter. Sammeln wir gleich ein, so Vorsicht, hier. Lock ansetzen, da ist wieder so ein Käfig mit Leichen. Zack. Verkohltes Kiefernharz, ne? Das ist das Pendant zum Harzbündel. Langer Waff oder längerer Waffenbuff dauert aber lange oder länger, um das Zeug auf die Waffe zu schmieren. Sehr kurzer Waffenbuff, geht aber verdammt schnell auf die Waffe zu schmieren. So, irgendwo ist ein Loch im Boden. Genau hier, da müssen wir rein. Hier haben wir nämlich den nächsten Eid. Die Sunbros. Nachteil, der Altar, um die Sonnenlichtmedaillen abzugeben, ist in Burg Lothric. Und das dauert noch lange, bis wir da sind. Wir rüsten uns jetzt einmal einen Eid aus, ne? Das ist im Dark Souls 3 anders als in Dark Souls 1 und 2. Man muss nicht an den jeweiligen Schreinen, Altaren oder wie auch immer die Eide jedes Mal wechseln. Oder beim NPC von mir aus auch. Sondern man rüstet die aus. Je nachdem, was man machen will. Ne? Wallbauer, blauer Pfad und Krieger des Sonnenlichts haben wir aktuell. Wir nehmen Sunbros. Und ich brauche mich jetzt auch Gott sei Dank nicht mit Estus sein. Hier ist nämlich ein Estus-Süppchen. Einmal gratis, bitte. Danke. So. Die Tür lässt sich auch noch von innen öffnen. Jetzt nehmen wir noch kurz die Seele und jetzt können wir hier gemütlich weiterspielen. So, und hier ist das Loch, da werden die beiden runtergehopst. Das bleibt uns jetzt Gott sei Dank erspart. So, Gegner mit roten Augen. Sind etwas gefährlicher, aber auch die haben keine Poise, dagegen rollen reicht, um die Angriffsanimation abzubrechen. Ja, läuft. So, ab jetzt wird es ein bisschen gefährlicher gleich. Als allererstes gehen wir da nach hinten, weil da liegt nämlich auch noch Zeug. Erstmal eine Seele, da gibt es aber auch noch die eine oder andere Scherbe, also die Titanitscherbe. So, da oben ist wieder nämlich diese Magier-Tante. So, Vorsicht, da haben wir eine Peitsche, okay, die brauchen wir nicht. Mich erwischt. Ja, das Zeug macht Blutungsschaden, das ist nicht ungefährlich. So, schnell nach hinten, da links hoch. Jawohl. Schnauze. Gut, ist weg. So, kleine Titanitscherbe. Wunderbar, da gibt es aber noch mehr. Oh, Großholzhammer. Na okay, warum nicht? Brauchen wir zwar nicht, aber... Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. So, irgendwo da hinten war aber noch was. Ah ne, ja, da drin war nichts, das weiß ich.
Naja, es war hier. Hier war es, genau, hinter dieser Mauer. Genau, da ist eine kleine Titanitscherbe. So, da ist jetzt eine Kristallechse. Aber Vorsicht, Hot Rick kommt jetzt auch gleich. So. Scharfer Edelstein, wunderprächtig. So, schnell das Leuchtfeuer entzünden. Da müssen wir den ganzen Weg nicht mehr zurücklaufen. Hot Rick ist badass. Da ist er. Ich ziehe in Richtung Leuchtfeuer, weil dann kommt der andere Gegner, ne? Er kann sich zweimal heilen, ja, hat er gemacht. Noch ist er nicht so stark. Er kann einen aber auch parieren. Und das kann er sehr gut. So, das ist ein Heal-Spot. Ja, hat er mich schon erwischt. Ah, komm schon. Aber den kann ich ja benutzen, den Heal-Spot. Okay, ich habe ihn irgendwie. Also Hot Rick ist nicht ohne. Der wird aber später noch schwerer. Wichtig ist allerdings, dass hier Bande der Wirbelsäule. Meine Herren. Also ich setze mich jetzt mal noch nicht hin. Den ignorieren wir mal kurz, weil ich hole noch schnelle Item. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was das war. Okay, ich hole kein Item. Mei. Daneben gesprungen. Ja, das ist aber ein bisschen blöd gemacht. Da. Naja, zwei rostige Münzen. Hat sich jetzt nicht gelohnt. Später brauchen wir sie zum Farmen, aber naja. So, jetzt können wir uns wieder entscheiden. Gehen wir den Weg weiter? Da ist aber der Bogenschütze, der auf uns ballert. Und zwar, warte mal, wo ist der Turm? Sieht man von da nicht. Oder ist es der Turm da oben? Irgendwo ballert der Bogenschütze runter. Wir können aber auch vorher mit ihm Frieden schließen. Das ist jetzt die Frage. Nee, es dauert mir zu lange. Wir gehen den Weg weiter. Bam, bam. Man kann sie nicht parieren, ne? Durch das Brett auf dem Rücken. Geht nicht. So, der Bogenschütze trifft zwar auch uns, oder er ballert auch auf uns, aber zum Glück auch auf die Gegner. Da ist er. Ja, wir haben uns mit ihm noch nicht angefreundet.
Ja, Vorsicht, ne? Vorsicht! Na, ah, hat er mich erwischt. Weil ich hängen geblieben bin. Na komm schon! Nerv mich doch. Achtung. Ja, ja. Der hüpft von oben runter. So, das Kleriker-Set. Erste Asche. Asche eines Bestatters. Jetzt können wir das Inventar bei der Händlerin erweitern. So, schnell hier rüberspringen. Der erste untote Knochensplitter. Verbrennen am Leuchtfeuer im Feuerbahnschrein. Alter, jetzt nervt's mich doch nicht, ihr zwei Penner. So, Heilung ist alle. Mein Gott. So, das da drüben ist eine große Sense. Oder Großsense, ja. Ist jetzt nicht so tragisch, aber keine Heilung mehr haben. Abhauen. So, hier links wird's jetzt zum Boss gehen. Könnten wir machen. Allerdings ohne Heilung, nein danke. Und zum einen will ich zuerst und zum nächsten Leuchtfeuer. Und dieses Tor lässt sich auch noch von hier öffnen. Man kann auch von der anderen Seite kommen, aber dann kommt man nicht zum Boss. Also ist so leider nicht anders möglich. Töle, weg, so. Komm schon. Hui. Oho, oho, ja. Blöder Wuff. Oh, Schnauze. Oh, kleine Scherbe gedroppt. Das ist fantastisch. Vielen Dank dafür. So, einmal die zwei Patienten. So, ich gehe erst zum Leuchtfeuer, Leute. Das ist mir hier zu heikel gerade im Moment. Von hier geht's leider, ne? Ich laufe jetzt an dem vorbei. Ich hoffe, dass ich nicht explodiere. So, hier runter. Oh. Okay. Oh, schnell noch die Scherbe einhaken. Ich habe kaum noch Lebensenergie. So, hier ist das Leuchtfeuer. Hui. Harte Nuss, ne? Und zurück zum Feuerbahnschrein. So, als allererstes, wenn wir schon da sind, untoten Knochensplitter verbrennen. Ich glaube, das geht 11 Mal insgesamt, wenn mich nicht alles täuscht. 11 oder 12 Mal. Oder 10 Mal, ist wurscht. Auf jeden Fall ist jetzt der Estus Flakon stärker geworden.
Schaut's mit Ringen aus, ja. Flammen, Steinplattenring, jetzt bin ich wieder zu schwer beladen, also raus wieder. Na, ist eh wurscht. So. Dann Asche abgeben. Die Schattenasche. Asche eines Bestatters. So, jetzt hat sie ihr Inventar erweitert. Na, jetzt können wir wieder dreimal mehr Glück kaufen und noch hier Kiefernharz und so weiter. Also ein bisschen was ist wieder da. Schaut's mit Scherben auf 5. Mir fehlt eine kleine Titanitscherbe für die nächste Waffenstufe. Das ist schade. Okay, der wiederholt sich. Ist der Lenny wieder da? Nee. Lenny ist nicht da. Aber... Joel aus London. Der ist aber auf der anderen Seite, gell? Ja, der ist auf der anderen Seite. Pro 2 Tote kriegen wir ein Level ab. Das heißt, wir müssen insgesamt 10-mal sterben. So, wahre Stärke entfalten. Unbedingt. So, jetzt müssen wir unser Attribut auswählen. Ich nehme... So, meine Kondition. Weil da brauche ich noch deutlich mehr. So, ich bin offensichtlich noch nicht oft genug verreckt. Be safe. Be safe. Oh. So, Greirat hat sich wieder gefangen, ne? Ah, there you are. Ich habe nachgedacht. I was thinking. You know I'm a petty thief. Well, but everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapon. Well. So, jetzt können wir ihn wieder plündern schicken. Machen wir. Thank you. Grey rat until I ended up rotting in a cell. So, bevor er ihn, also wenn er jetzt auf Plünderung geht, dann kommt er erst wieder nach einer gewissen Zeit zurück. Also wenn ihr noch was braucht, müsst ihr es jetzt kaufen. Ja, ich wüsste jetzt überhaupt nicht was, außer die Feuerpfeile. Und nicht einmal die brauche ich unbedingt. Nee, wir lassen das. Er wird im Archiv des Herzogs, glaube ich, heißt, später sterben, es sei denn. Man kombiniert das mit der Patches-Quest. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht, dann stirbt er nicht. Also das gibt eine Möglichkeit, dass der am Leben bleibt. Ist aber nicht so wichtig. Ah ja, was noch wichtig ist, das können wir uns noch kaufen. Wir haben die Schattenasche abgegeben. Ah, aber das war die falsch. Wir brauchen zuerst noch eine. Die zweite. Können wir uns einen Lebensring kaufen. Gut, kommen wir schon auf 20.000 Seelen? Nein, kommen wir nicht. Also, wurscht. Zurück zur Cliff-Unterseite, genau. So, Gott sei Dank. So, jetzt sind wir hier oben auf die Dächer. Es geht auch nur vom Leuchtfeuer aus. Aber das Gute ist, jetzt können wir hier schon mal diese beiden Bombenwerfer hier wegholzen. 3 sind sogar. So, und jetzt befreien wir einen weiteren NPC. So, da ist noch eine Handaxt von Pyromanten, die Waffe. Das ist kein Gefängnis, das ist eine Behausung übrigens, gell? Aha. Welcome, I am Cornix. Cornix, der alte Pyromant. Ja, wir bitten um Unterricht in Pyromantie. So, und jetzt ist er auch am Feuerbahnschrein. Der mit seinem Pott, wird ekelhaft.
Ruhe. Drop. Nee. So, Seele, da unten haben wir den nächsten Ring. Den Feuerclown-Ring. Macht man mehr Feuerschaden, kassiert aber auch mehr Feuerschaden. Also wenn man Pyromantie spielen möchte oder Brandbomben schmeißen. Aber warum nicht? So, hier oben sind wir fertig. Wir können jetzt noch eine Leiche runterschießen. Wo ist sie? Da oben. Das ist aber nur eine Waffe. Also ich mag es jetzt nicht. Ein Schild oder eine Waffe, eins von beiden. Ich brauche das nicht, also lasse ich die Leiche jetzt da oben hängen und so muss ich wieder im Kreis laufen. Das bleibt dann da oben auf dem Dach liegen und dann muss ich wieder runter zum Leuchtfeuer und wieder über die Dächer laufen. Nee. Das nervt. Das lassen wir. So, na, da ist einer runtergesprungen und kämpft sich so durch. Na, kann man machen. So, Vorsicht, Hund. So, jetzt unbedingt hier runter. So, Vorsicht, da vorne ist der Nebel. Im Nebel ist Mamarotte. Wo ist sie? Da ist sie. So, müssen wir killen für den Blutbissring. Ja, Sestus. Nett. Da brauchen wir einen Schlüssel, da kommen wir jetzt leider noch nicht rein. Den haben wir noch nicht, den Schlüssel. Ist aber wichtig, weil da müssen wir eine Pyrotrainerin befreien. Tada! Shortcut zum Leuchtfeuer. Bei der abbruchreifen Brücke sind wir. Na, zeig kurz. So, hier wurden wir von Hodrick invasiert. Wir bleiben aber jetzt auf der Seite. Wir müssen zwar hier später eh nochmal lang, weil wir den Schlüssel noch nicht haben. Ich glaube, den hätte ich bei der Händlerin kaufen müssen im Feuerbahnschrein und hab bloß nicht aufpasst. Das kann jetzt auch sein. Ja, ich glaube, den Grabschlüssel hätte ich kaufen müssen. Nein, ist wurscht jetzt. So, Glut. Ist halb so schlimm, wir machen jetzt erstmal die Siegi-Quest. Jee, was ist denn das mit deinem scheiß Topf da? Das ist Egon. Egon ist der Bodyguard von Irina. Für uns interessant ist erst einmal der Sigi. Kommt einer hinterher? Na, Gott sei Dank nicht. So, jetzt kommt der Sigi und wundert sich, der Aufzug, der geht nur nach unten. Ich muss aber nach oben. So, hier heißt der Sigvar, nicht Siegmeier. So, wir müssen jetzt hier den Aufzug aktivieren und gleich wieder rausgehen. Der hat nämlich zwei Etagen. Das Lift fährt nicht nur nach unten, der fährt auch nach oben und wir müssen nach oben. Gell, so, guckst du mal, wie wir nach oben fahren. So, da ist die Bogenschütz. I have
Frieden schließen, junger weißer Zweig. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob man was kriegt, wenn man den killt. Wenn man ihn killt, hilft er einen aber nicht im Sumpf. Da ballert er auf die Krabben, in die Giftplöre. Freund, aber Visionen von Unglück. Es könnte jetzt ein Hinweis sein. Wisst ihr was, Leute? Wenn ich jetzt was verkackt, dann mache ich es im Engeplatz. Ich hau nicht um. Beziehungsweise ich versuche es, ihn umzuhauen. Ich weiß nicht, ob ich was krieg. Wahrscheinlich war es jetzt kompletter Bullshit. Nein, es war absolut kein Bullshit, Leute. Der Falkenring. Ich weiß nicht, ob man den auch geschenkt bekommt. Habe ich mich jetzt nicht informiert, ehrlich gesagt. Ist mir jetzt aber wurscht, ich habe einen Falkenring. So. Runter und dann rausspringen. Zwar hier. Okay. An die Weltklasse, das hast du fein gemacht. Ganz, ganz großes Kino. Ah. Ob ich den jetzt getriggert, das auch noch. Höhle. Ah, da. So. Da oben wäre noch Köderschädel, aber ich hol's mir jetzt nicht. Andere Seiten. Okay. Oh, ich muss eh nach oben. Ich habe einen Haufen Seelen da. 15.500 waren es. So, da sind die Holzbretter. Und da muss ich raus. Na, geht doch. Mein Gott. So, da ist Siggi. Don't disappoint. Thanks to Ivan. On some. I know. How now? So. I could try talking some. Na, du kannst mit dem da nicht vernünftig reden, was du vorhast. Das kannst du vergessen. Aber sowas von kannst du das vergessen. So, da unten ist ja so eine Art Miniboss. No! You should have waited. Well. Alter! Okay, das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin bei dem schon öfter geschwommen, aber ich bin da noch nicht runtergefallen. Alter! Dann blockiert sie Deppen euch jetzt gegenseitig. Der springt runter, das ist ein kompletter Haus- und Hoftrottel.
Hör doch auf! Achso, ich war eh. Richtige Etage. Sitzt da ernst, oder? Gibst du. Geb du bloß wieder raus. Ey, hau doch ab, Mann. Ist es nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, da, raus mit dir. So. Nochmal das Ganze. Meine Fresse. So, mit Glut rein. Nehmen wir aus Sicherheit. Ja, ich nehme aus Sicherheitsgründen eine Glut. Ist mir wohler. So, lala. Aber wo bin ich denn da runtergekickt worden? Ah, da. Da bin ich runtergekickt worden. Ich bin da noch nie runtergekickt worden. You should have waited. I... Was war denn das jetzt? Hä? Das hat er doch bei mir noch nie gemacht. Dass er mich one-hittet mit so einem komischen Explosionsscheißdreck. Geh, ich mag nimmer. Alter! Mei, es tut schon weh jetzt gerade. Na, nicht runter! Da muss ich später hin. Alter, das langweilt mich gerade zu Tode, Mann. Und euch wahrscheinlich erst recht. Wo ist mein Blutlachen? Das ist immer das Wichtigste. Fahren.
Geht doch Sigi nicht. Oh, ich habe Sigi erwischt. Euer Glück gehabt. Okay, der Penner ist down. Meine Fresse. That was quite a book, but you mustn't we but. So, jetzt kriegen wir Siegbräu. Das mit der Gessenkabine. So, anstoßen Geste. Dies ist die erste von zwei. Well, yeah. Nochmal reden. So, schlafen Geste. Gut, okay. Siegmeier Quest gestartet. Ein Homer-Bone ist das, aha. Und die zwei Gessen bekommen. Geleg mich doch alles am Arsch. Na, es ist. Naja, mei. Großkeule, ja gut. Was hab ich gesagt? Da ist nicht kann. So, bleiche Zunge. Davon brauchen wir 10. Oder brauchen wir auch 30? Na, ich glaube 10 reichen. Das ist für Rosarias. Nicht Rosarias. Ja, doch, Rosarias Eid ist das. So ein Nordland-Set. Fantastisch. Ist nicht ganz so stark wie das Ritterdings, ne? Zumindest von den physischen Abwehrwerten. Schaut aber gut aus. Ich glaube, das ist das vom. Vom Krieger. Nordlandhosen. Ja, es ist ein bisschen leichter. Weißt du, man ist nicht so schwer beladen. Fast genauso gut. Geht schon. Was der Falken kriegen, das hat. Ah ja, das ist, hat mit Bogen was zu tun. Wenn wir sonst eh nichts haben, jetzt warte mal, wir nehmen das hier. Wir nehmen, weiß es wurscht ist. Ja, ich glaube, das da. Und wir nehmen das da. Passt. Da. Schaut nicht einmal schlecht aus. So denn, da hinten glaube ich war nichts mehr. Nein, und ich brauche da nicht nach unten laufen, weil da war auch nichts mehr. Das weiß ich zufälligerweise. Aber warte mal, wie schaut es mit dem Gewichtverhältnis mit dem Bogen aus? Ganz schlecht. Na, da, da. Achso, nein, der nicht. Bin ich Fat Roll. Ja, ist mir wurscht jetzt. Ausnahmsweise machen wir Fat Roll. Zumindest eine kurze Zeit. Die haben nicht verdammt pfeilempfindlich. Das ist das Gute, ne? So, Köderschädel. Ah, vorher ist irgendwo ein Hund. Ah, nicht nur ein Hund. Da ist er. Zwei sogar. So, Schnauze. So, da sind 1, 2, 3, 4. Ich würde empfehlen, sie alle runterzuballern, weil wenn ihr die Kiste lootet, kommen sie alle 4 auf einmal runter. Ja, aber das geht eh so chillig, ne? Ja, warte mal, den letzten, ne? Der kann's runter. So. Menschliches Herz, Dunkelheitsschaden. Waffenbuff, ne? So, gut. Jetzt haben wir noch zwei von diesen Damen. Komm runter. Mag's nicht.
Da wisst ihr was, ihr zwei, mich könnt's gleich, ohne Scheiß. Komm runter! Ja, die Richtung stimmt schon. Da jetzt aber ein Backstab, geh her. Blöde Kuh. Man, das war zu früh. Mein Gott, ey, was ist denn los? Nein! Wo kam ich denn dort? Alter! Es läuft nicht. Es läuft nicht. So, jetzt warte mal. Da gibt's noch Zeug. Flintring, ja. Auch nicht verkehrt. Verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Das heißt, je niedriger das Gewichtsverhältnis, desto mehr Schaden machen wir. Kann man natürlich nehmen, gell? So, jetzt müssen wir aber erstmal da runter. Da gibt es nämlich noch was Feineres. So, erst einmal daher. Ja, Heimerknochen brauchen wir immer. So. Versuch springen. Das ist richtig. Ich versuche es. Darüber. Dann ist der Schaden nicht ganz so hoch. Und hier runter. Das hier, der Chlorantiering. Erhöht Ausdauerregeneration. Brauchen wir immer. Und, cool, das Mirror-Set. Den Hut haben wir zwar noch nicht, aber das habe ich auch gerne benutzt. Ist jetzt nicht allzu stark, aber vom Gewicht her okay. Na, schaut auch nicht schlecht aus. Lucatil Set gefällt mir. Kann mich nicht beschweren. So, ist da hinten noch nicht irgendwas gewesen? Nein. Wie schaut es denn jetzt mit den Scherben aus? 5. Katastrophe. Das heißt, ich nehme jetzt ein Home-Up-Bone. Wir haben auch 22.000, bleib jetzt erst einmal. Und wir kaufen uns jetzt den Schlüssel. Jetzt war schon eine Stunde vorbei, Leute, aber ich will das jetzt noch, zumindest am Boss noch zu Ende machen. So, Feuerbahnschrein, ich glaube, der Grabschlüssel ist zu kaufen jetzt. Ja, dann habe ich übersehen. Da, Grabschlüssel. Turmschlüssel könnte man zwar auch, aber das machen wir später. Gut. Und zwar geht es da am besten hin von... Es ist eigentlich wurscht. Nehmen wir Abbruchreife Brücke. Dann kann ich durch den Shortcut laufen jetzt. So, mal schauen, ob ich an den Ratten vorbei sneaken kann. Schaut so aus. Jo. So, da rein, passt. So, was ihr jetzt auf keinen Fall machen sollt. Kurz Leiden, du bist wurscht, ist das hier. Läuterung erbitten. Wir haben eine gesündige, also vergeben brauchen wir nicht. Wenn wir NPC killt haben zum Beispiel oder jemanden invasiert haben. Keine Läuterung erbitten, bitte. Ihr müsst
die Yol-Quest weitermachen, wenn ihr jetzt hier auf die Schlüssel-Items geht, habt ihr hier das dunkle Siegel. Steht jetzt bei uns eine 1. Wir brauchen das aber auf 5. Wenn man hier die Läuterung erbittet, dann war es das mit der Yol-Quest, mit Yuria. Hochgriff-Hellebarde, tolle Waffe. So, Skeletis. So, jawohl. So, Vorsicht, der dreht sich, der steht gleich auf. Der hinter uns war. Bei den Skeletten ist es ganz simpel, wenn ihr die Seelen bekommt, sind sie tot. Falls nicht, stehen sie nochmal auf und ihr müsst sie ein zweites Mal besiegen, da kommen wir noch dazu. Nein, das ist so ähnlich wie bei den Gegnern in den Dungeons in Elden Ring. So, jetzt schnell die Echse. Ich sagte schnell die Echse. Schwerer Edelstein. Kleine Scherbe, so, der hüpft jetzt gleich runter, der Koffer. Nochmal eine kleine Scherbe, so. Das ist super, jetzt können wir zumindest an das Clay. Oh, noch eine, droppt, super. Hä? Backdoor Fife. Da packt der Hund fest. So, das da oben ist ein Schild. Heiliges, noch was Schild. Brauchen wir nicht unbedingt, aber wurscht, nehmen wir. Gesegnetes Rot-Weiß-Schild, ja, so genau. So, jetzt kommen die Ratten aus den Löchern. Kennt man aus Dark Souls 2? Das Grab, ne? Wo rein sind da ist. Na, schau her, da, wie es geht. Heiligen Talisman, ja, für Kleriker natürlich. Wir brauchen es nicht. So, gut. Was wir jetzt machen müssen, ist mit dieser Dame reden. Wir müssen sie berühren, ja. Das ist Irina. Die Wundertrainerin. Gebetsgeste, ganz wichtig. Wir nehmen ihre Dienste natürlich an. So, wunderprächtig. So, Shortcut. So, hätten wir den Schlüssel vorher gekauft, wären wir gleich hier rausgekommen beim Aufzug, ne? Das ist Egon. Das ist der Bodyguard von ihr. So. Wenn man ihr dunkle Wunder gibt, dunkle Folianten, dann wird sie irgendwann sterben, weil sie von der Dunkelheit zerfressen wird. Es gibt zwei dunkle Folianten. Dann wird sie irgendwann sterben. Man muss Egon bekämpfen. Man muss auch vorher die normalen Wunder bei ihr alle gekauft haben, bevor man das letzte dunkle Wunder kauft. Man kann sie aber auch zur Feuerhüterin erklären, ne? Oder machen. Vom Prinzip her egal. Man kann die dunklen Folianten auch Kala geben. Achso, ne, Moment. Leute, mir ist es jetzt wurscht, wie lange der Part dauert. Von mir aus auch 1,5 Stunden, ausnahmsweise. Aber ich will das jetzt nicht unnötig noch zerschnippeln. Wenn euch das
zu lange ist, ja, könnt ihr mir ja mal in die Comments schreiben. Dann mache ich das in Zukunft wieder anders. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt das komplette Gebiet erledigen. So. Achso, haben wir nicht. Na, Waffe verstärken. Genau, Claymore 3. Be careful. Mhm, ganz wichtig. So, Estus-Scherbe und das holen wir uns dann im nächsten Part alles. Das lassen wir jetzt erstmal so. Da will ich mich jetzt nicht aufhalten. Und euch auch nicht. Wir gehen jetzt gleich zum Boss. Mit dem Claymore 3 ist es okay. Zweier ging auch, aber das, je stärker, desto besser, ne? So, und da hier die wenigsten Gegner sind, und es harzt noch mit, gehen wir den Weg, der jetzt besser ist, einmal dahingestellt. Ja, der ist deutlich entspannter, der Weg. Der Bogenschütz ist tot, der hilft uns jetzt nicht mehr. Obwohl wir Frieden mit ihm geschlossen haben. Wir waren böse. So, auf zum Boss. Ein Scheiß-Drecksboss. Fluchverderbte Großholz, ich mag den gar nicht, der ist lame. Nicht ganz so scheiße wie das Bed of Chaos, aber auch nicht um viel besser. So. Wir müssen die Eier zerschlagen. Ja, wir spawnen unendlich noch normale Gegner. Das kommt auch noch hinzu. So, zu Phase 2. Jetzt kommt eine Hand raus. Achtung, Arschbombe. Oder sowas ähnliches wie eine Arschbombe. Ja, Vorsicht vor der Säure, zerstört Ausrüstung. Ja, wir haben ihn. So. Fluchverderbtes Großholz und der Wandlungsofen. So, Hodrick ist tot. Der in Anführungsstrichen normale Hodrick, ne? Und irgendeiner ist noch abgesoffen. Soll mal recht sein. So, auf zum Feuerbahnschrein, Part beenden. Das hat jetzt lang genug gedauert. Bin auf mal gestorben. So, gut Leute. Sorry nochmal dafür, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Ich wollte aber jetzt das noch alles erledigt haben. Ich habe ja gesagt, der Abschnitt ist ein bisschen größer. Das geht natürlich deutlich schneller, aber zum einen habe ich mir Zeit gelassen und zum anderen bin ich ja jetzt nicht gerade wenig gestorben. Lief natürlich nicht ganz optimal, aber mit dem habe ich eh gerechnet. Mal einen Schluck trinken. Ja. Wir haben das fluchverderbte Großholz besiegt, einen Wandlungsofen bekommen. Im nächsten Part gehen wir diesen dann bei Ludleth ab.
quatschen ein bisschen mit Joel, kaufen uns den Turmschlüssel und holen uns eine weitere Estoscherbe und eine weitere Geste im Feuerbandschrein. Gut. Leute, ich wünsche euch wie immer viel Spaß weiterhin mit Dark Souls 3. Danke, dass ihr da wart und bis nächstes Mal hoffentlich. Habe die Ehre. Ciao, servus.